Das ist. Hallo, ihr Hübschen. Ich versuche mal die Kamera etwas mehr nach oben zu schieben. So, jetzt geht das Bild gleich weg. Ja, das ist wundervoll. Soll ich mich bücken, wo ich gerade. Ich kann mich auch anlehnen, ist doch besser so, ne? Also, habt ihr mich schon vermisst? Na, ich habe mich schon vermisst, ehrlich. Erstens war ich jetzt die letzten Tage bei meinem Partner in seinem Haus. Und da haben wir leider, weil das irgendwie auf Dorf ist, weniger Internetkapazität, also eigentlich eine schlechte, sehr langsame Leitung. So, dass ich einfach das Ganze mit dem Film und mit dem Hochladen, auch mit der Büchervorstellung und so, einfach mal so, ja, sein gelassen habe. Aber ich habe trotz alledem noch ein paar Bücher hier zur Verschenkung. Und hier habe ich Der kleine Taschentherapeut. In 60 Sekunden wieder okay. Von Arnold A. und Clifford N. Lazarus. Na, Hauptsache, das habe ich jetzt gut gelesen. Naja, eigentlich eher weniger. Andererseits möchte ich sagen, das ist ein Buch von der Weltbild. Und Leute, man kann dieses Buch weniger in 60 Sekunden durchgelesen haben und ja, dann wieder okay sein. Okay kann man vielleicht mit diesen ein oder anderen interessanten, sinnvollen Aspekten und überhaupt. Aber Leute, wer ist in 60 Sekunden wirklich wieder okay, wenn er vielleicht schon 50 oder 60 Jahre gelebt hat? Also es stehen hier wirklich viele, viele interessante Tipps drin, die man auch machen kann. Natürlich auch in 60 Sekunden, wenn man möchte, oder halt, ich denke mal eher für länger, weil alle Wege und alle Themen, die man in sich trägt oder die man auch jahrelang irgendwie mit einem Muster weitergetragen hat oder sich aufgebaut hat, die brauchen Zeit, diese wieder aufzulösen oder auch wirklich richtig loszulassen. Denn das ist ein, sag ich mal, Veränderungsarbeit, Veränderungsprozess. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich stelle euch das Buchlein vor oder erzähle euch etwas darüber, wie ich das empfinde und was ich daran gut finde überhaupt. Aus dem Inhalt, mit sich selbst reden, aber richtig, schlechte Angewohnheiten loswerden, also diese ganzen, was ich gerade gesagt habe, lernen zu delegieren, mit Kritik umgehen, Schnellentspannung. Also Schnellentspannung kann ich gerne machen. Das geht ganz einfach. Also wenn ich mich richtig darauf jetzt fokussiere und das möchte, dann schlafe ich gleich hier im Stuhl ein. Oder entspanne mich einfach so, ohne einzuschlafen. Und trotz alledem, zumindest war das in den letzten Male, wo ich zumindest in der Reha war. Ich habe mich sehr entspannt in der Gruppentherapie und habe wirklich trotz alledem das eine oder andere noch weiterhin mitbekommen, wahrgenommen und für mich stets in positive Dinge verändert. So viel dazu. Und wem dieses Buch jetzt hier interessiert und sagt, ja, ich möchte sozusagen in einer Stunde. Wer schnell lesen kann, der kann es wirklich in einer Stunde lesen. Das sind dann 60 Sekunden. Ob man das wirklich schafft, ist eine andere Frage, weil jedes Wort und jedes Kapitel oder jede Beschreibung in diesem Buch ja auch eine Zeitaufwand braucht, um es in sich zu verarbeiten oder zu verändern. Ich sag mal, für einen ganzen Tag oder für 3-4 Stunden, das richtig schön schnell durchzulesen und sich wirklich nur auf dieses Buch zu konzentrieren,
dann sage ich mal, ist man vielleicht auch in 60 Sekunden wirklich okay. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit diesem kleinen Taschentherapeut und freue mich aufs nächste Video. Ciao!